Hallo und herzlich willkommen zu meinem Family Friday. Heute geht es um das spannende Thema Geschwisterrivalitäten. Ich möchte dir in diesem Video ein paar Impulse mitgeben, was deine Kinder brauchen, wenn sie miteinander streiten. Als ich ganz persönlich diese Idee hatte, dass ich mehr als ein Kind bekomme, hatte ich in mir so wunderbare rosane Wolken von zwei Geschwistern, die miteinander ein unglaubliches Team darstellen, von Kindern, die gemeinsam spielen, die ihre Dinge miteinander austauschen, die gegenseitig miteinander wachsen. Ja, und dann holte mich irgendwann die Realität ein. Meine Jungs sind zwei wunderbare Engel, jeder für sich. Aber es gab Zeiten, da war es einfach so, dass man die beiden nicht mal gemeinsam in einem Raum lassen konnte, ohne dass sie übereinander herfielen. Wenn es um Geschwisterrivalitäten geht, ist es manchmal so, als würde man ein Minenfeld betreten. Und dabei ist es egal, ob du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, wie es mit deinen Geschwistern war. Egal, ob es darum geht, wenn wir auf unsere eigenen Kinder gucken. Aber heute ist es natürlich so, dass wir mit unseren Geschwistern ganz anders umgehen. Und genau auch das können deine Kinder lernen. Und dazu möchte ich dir heute den einen oder anderen Impuls mitgeben. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für einen anstrengenden Familienalltag. Ich glaube, in einem sind sich die meisten Eltern einig. Was sie sich wünschen, wenn es um Geschwisterrivalität geht, wenn es um Geschwisterstreit geht, dann ist es vor allem, dass es schnelle Lösungen gibt. Sie wünschen sich so sehr, dass ihre Kinder ein Herz und eine Seele sind. Und sie fragen sich so häufig, oh Gott, was soll ich tun? Ja, ich habe das Gefühl, sie bringen sich miteinander um. Und sie sind solche Streithähne miteinander, während sie doch eigentlich so wunderbare, tolle Kinder sind. Und es ist unglaublich anstrengend. Und darum möchte ich dir hier gleich zu Beginn des Videos einfach eine Lösung mitgeben, weil ich will dir nicht Honig ums Maul schmieren. Ich will dir nicht was erzählen, was einfach nicht stimmt. Die endgültige Lösung, dass deine Kinder die Geschwisterstreitigkeiten beenden und diese Streitigkeiten wirklich aufhören, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Die letztendliche, die endgültige Lösung liefert erst die Reife deiner Kinder. Nur, was tun wir bis dahin? Was tun wir, bis sie so reif sind? Weil du wirst ja für dich auch sehen, dass du mit deinen eigenen Geschwistern, dass es da immer noch Konfliktsituationen gibt, aber dass du heute ganz anders mit deinen Geschwistern und den Konflikten umgehen kannst. Also, es gibt eine letztendliche Lösung und die Frage ist, was tun wir, bis es soweit ist? Und deswegen werde ich in diesem Video, möchte ich dir so die erste Hälfte, die ersten 10 Minuten, möchte ich, dass du die Hintergründe verstehst. Was verbirgt sich überhaupt hinter Geschwisterrivalität? Wie entsteht Geschwisterstreit? Und im zweiten Teil möchte ich dir ganz konkrete Lösungsvorschläge für deinen Familienalltag mitgeben, sodass du am Ende von dem Video genau weißt, ja, welche Dinge sind förderlich, ja, die unterstützen es, dass mehr Harmonie im Hause entsteht, und welche Dinge solltest du auf keinen Fall tun. Weil diese Dinge würden dann die Situation nur verschlimmern. Legen wir also los. Ganz generell, ich glaube, es gibt kaum jemand, der so vehement unsere Knöpfe drücken kann wie ein anderes Geschwisterteil. Das erlebe ich heute auch noch mit meinen Schwestern. Wir sind jetzt reife Erwachsene, wir sind groß und trotzdem ist es so, wenn ich auf meine Schwestern treffe, dann schaffen die das in Sekundenschnelle bei mir Knöpfe zu drücken, weil die auch mir gegenüber eine Offenheit haben und eine Direktheit haben. Das würde sich kein anderer Mensch erlauben. Nur heute sind wir natürlich reife Erwachsene und gehen damit anders um. Nur es ist einfach so, die wenigsten Geschwister haben sich wirklich Geschwister gewünscht, sondern sie waren irgendwann einfach da. Wir haben es selten uns ausgesucht, wir werden damit einfach konfrontiert. Und die letztendliche Lösung darauf ist eben langfristig, dass wir reifen. Und das ist aber eben so, was das Spannende dabei ist, dass selbst wenn wir reifen, ist es einfach so, dass unsere Geschwister so vehement unsere Knöpfe drücken können, dass es selbst als Erwachsener manchmal schwer ist, da dann wirklich noch eine gereifte Kontenance im Raum zu bewahren. Und natürlich bei jüngeren Kindern ist das häufig fast unmöglich. Und wie gesagt, trotzdem werde ich dir da heute das ein oder andere mitgeben. Und jetzt ist es so, dass unsere Geschwister mit ihren Geschwistern unglaublich viele Frustrationen erleben. Ja, also das ist einfach, sie wollen bei Mama auf dem Arm und dann ist schon ein anderes Kind auf dem Arm. Sie wollen irgendwelche Dinge tun und immer ist das Geschwister dabei. Sie bekommen eine Schokolade, sie müssen sie teilen. Es gibt so viele Frustrationen im Laufe
des Lebens mit den Geschwistern untereinander. Und dazu kommen noch die Frustrationen, die allgemein die Kinder erleben. Ja, und das ist das Leben eines Kindes, das sieht für uns häufig so leicht und easy aus. Und man sagt, hey, denk doch mal an deine Kindheit zurück. Nur als Kind ist es so, du kannst viele Dinge einfach noch nicht. Und es geht los, du willst vielleicht ein Puzzle machen und du schaffst es einfach noch nicht, die Teile miteinander zu verknüpfen. Du möchtest gerne selber in dem Buch weiterlesen, aber du kannst vielleicht noch nicht lesen. Du möchtest gerne die Mama ganz für dich besitzen, aber jetzt gibt es da noch ein Geschwister. Du möchtest gerne nur noch Butternudeln essen, ja, aber die Mama kocht immer die blöde rote Soße dazu. Also es gibt so viele Frustrationen und die Kinder, die reißen sich mehr oder weniger den ganzen Tag zusammen und reißen sich zusammen. Und dann kommen noch die Frustrationen von dem Geschwister dazu. Und dann ist es so, kannst du dir vorstellen, du hast ein Wasserrohr und an dieses Wasserrohr kommt immer weiter Druck rein und Druck rein und Druck rein und Druck rein. Und dieses Kind versucht wirklich, das niederzuhalten und nein und nicht auszubrechen. Aber irgendwann ist es wie ein Wasserrohrbruch oder wie ein Vulkanausbruch. Es muss einfach irgendwann raus, weil diese Masse einfach zu groß wird. Und dann ist es so, dass die Geschwister in einer gewissen Art und Weise, einerseits, weil sie so wunderbar die Punkte drücken und andererseits, weil es einfach so ist, rein evolutionär ist es für ein Kind eine gewisse Lebensbedrohung, wenn dort noch ein weiteres Kind ist. Weil, wenn es nur noch wenig zu essen gibt, dann muss das mit diesem Kind geteilt werden. Wenn, keine Ahnung, ja, wenn meine Hütte abbrennt und meine Eltern können nur ein Kind raustragen, ja, welches von beiden tragen sie? Also es ist so, in dem Moment, wo Geschwister da sind, ist automatisch mein Überleben rein evolutionär ein bisschen in Gefahr. Und das spüren wir ganz tief in unseren Emotionen innen drin. Und deswegen ist da immer so eine leichte Eifersuchtsthema ohnehin im Raum. Und jetzt haben wir diese Kinder und die haben also jetzt über den Tag Frustration aus den verschiedensten Bereichen gesammelt und dann kommt noch das Geschwister dazu. So ein Geschwister, das entweder alles besser kann, schneller kann, schlauer ist, größer ist oder vielleicht sogar ein Geschwister, das einfach zu blöd ist, weil es so klein ist, weil es so dumm ist, weil es so langsam ist und immer muss man drauf warten. Und das nervt irgendwann. Und irgendwann platzt das Wasserrohr, ja. Und dann ist es so, wenn das eine angestaute Zeit ist, wo sich viel in dem Kind an Frustration angesammelt hat, dann gibt es diese Zeiten, die wahrscheinlich alle Eltern kennen. Manchmal können wir Eltern kaum auf Toilette gehen, ohne dass sich ein Drama vor der Tür entwickelt oder eine ganz normale Autofahrt zum Supermarkt, dass nur beide Kinder auf der Rückbank sitzen, reicht, um ein Drama auszulösen. Und das ist anstrengend. Aber das ist in den meisten Familien ganz genau der Fall und ich helfe dir heute ein bisschen dabei zu verstehen, was dahinter ist. Also, wie entstehen diese Angriffsimpulse? Immer wenn etwas in unserem Leben nicht funktioniert, ja, und es kann sein, dass der Magen nicht funktioniert, es kann sein, dass es nicht funktioniert, dass du jetzt schon aufstehen darfst morgens oder dass du noch länger schlafen willst oder es funktioniert nicht, dass die Mama dein Lieblingsbrot macht, es funktioniert nicht, dass du zu Hause bleiben darfst, du sollst halt in den Kindergarten, in die Kita, in die Schule gehen. Es gibt so viele Dinge, die nicht funktionieren, ja, ich werde nicht irgendwo eingeladen, ich darf nicht die ganze Tafel Schokolade essen. Und immer, wenn etwas nicht funktioniert, wenn Dinge für uns nicht funktionieren, dann versuchen wir sie normalerweise zu verändern. Aber manche Dinge kann ich nicht verändern. Ich kann nicht verändern, dass ich ein Geschwister habe. Das ist halt nun mal einfach da. Ich kann nicht verändern, dass ich in den Kindergarten oder in die Schule gehen soll. Und die Dinge, die wir nicht verändern können, die sollten uns verändern. Die sollten uns verändern. Und für reife Menschen ist es so, dass wenn wir so viele Frustrationen haben, die uns begegnen, Frustration ist immer, wenn etwas nicht funktioniert. Und wenn es so ist, dass ich so kurz vorm Explodieren bin, dann kann ich als reifer Mensch sagen, ich glaube, ich bringe mal den Mülleimer raus. Ich gehe mal kurz in die Waschküche, ja? Nur diese Reife, das ist die höchste Stufe der Entwicklung oder die höchste Stufe der Reife. Und das ist gerade bei jüngeren Kindern häufig noch nicht vorhanden. Und ich arbeite ja im Schwerpunkt mit gefühlsstarken und hochbegabten Kindern, die ohnehin, gerade was die Reifeentwicklung angeht, und ich meine damit die gemischten Gefühle. Die gemischten Gefühle ist so etwas, wenn du ein Gefühl hast, wichtig, wir reden von hochbegabten Kindern, da geht es nicht um das Kognitive einerseits, andererseits. Kognitiv können die meisten dreijährigen hochbegabten Kinder schon Dinge gleichzeitig kognitiv durchdenken.
Das können sie sehr früh. Ich meine das emotionale Einfühlen in einerseits, andererseits. Dieses, ich bin so wütend auf dich, ich bin so wütend, aber ich habe dich ja auch lieb. Und das mäßigt. Und diese gemischten Gefühle kommen bei allen Kindern frühestens mit dem 5. bis 7. Lebensjahr und bei sehr, sehr vielen hochbegabten und gefühlsstarken Kindern aufgrund ihrer Konstitution, die sie ansonsten haben, häufig noch viel später. Dazu kommt bei den hochbegabten Kindern noch, dass sie durch ihr Intellekt, durch ihr schnelles kognitives Denken häufig vor ihren Emotionen flüchten, weil sie sagen, ja, aber das ist doch so und das ist doch so und das ist doch so und das ist doch so. Und durch ihr ganzes Argumentieren und Diskutieren flüchten sie so ein bisschen vor ihren Emotionen. Sie brauchen aber die Emotionen, damit sie die mischen können, damit sie einerseits zwar die Wut weiterhin noch haben, weil die ist da, die dürfen wir nicht unterdrücken, nur sie wird gemäßigt, wenn ich ein zweites Gefühl dazu kriege. Bei den gefühlsstarken Kindern, die aufgrund ihrer Sensibilität in der Amygdala, die so wahnsinnig schnell wie so ein Seismograph reagiert, die sind noch viel schneller in Aufruhr. Das heißt, wir haben mit den hochbegabten und den gefühlsstarken Kindern hier eine ganz, ganz, ganz besondere Konstellation, was das angeht, dass es noch häufiger zu Geschwisterstreitigkeiten kommt, als bei Kindern, die in diesem Bereich emotional schon gemäßigter sind. Und durch die emotionale Mäßigung dann eben auch schneller in ihre Reifeentwicklung sind. Und dann ist diese ganze Geschwisterstreitigkeit häufig früher vom Parkett, als es in den Familien ist, die ich ganz häufig begleite. Also nochmal, für das Kind funktioniert was nicht. Und diese Frustration, die da ist, sollte das Kind dazu bewegen, dass es was verändern kann. Aber manchmal kann man es nicht verändern. Und wenn das Kind dann nur in Aggression ausbricht und dann eben Streit kommt, das ist das, was wir ganz häufig erleben, aber es gibt noch einen Notausgang. Und dieser Notausgang ist, dass das Kind es einsinken lässt, dass es die Vergeblichkeit einsinken lässt, dass gerade etwas nicht funktioniert. Ich hätte so gern, dass es funktioniert, aber es geht leider nicht. Ich hätte so gern die ganze Tafel Schokolade, aber ich muss sie leider teilen. Ich würde so gerne dieses Lego-Teil haben, aber ich krieg's leider nicht. Und dass das wirklich einsinkt, dass das gerade vergeblich ist. Ja, ich will so gern jetzt auf Mamas Arm, aber da ist schon ein anderes Kind. Ich möchte so gerne, ich weiß nicht was, ja. Und dass das wirklich einsinkt und das ist wirklich für die Kinder, die brauchen richtig Mut dazu. Die brauchen richtig Mut dazu, weil das heißt, dass sie ihren Gefühlen wirklich begegnen. Und nun ist es so, dass gefühlsstarke Kinder sowieso häufig so in emotionaler Aufruhr sind, ja, und kognitiv schnelle Kinder häufig in ihrer Kognition eben abhauen. Aber wir brauchen genau, dass sie ganz weiche Herzen haben. Wir brauchen genau, dass diese Vergeblichkeit bei ihnen einsinkt, dass das wirklich einsinken kann. Und wenn das wirklich einsinkt, dann ist es so, dass die Kinder ein bisschen traurig werden oder vielleicht auch ganz traurig und dann wirklich darüber weinen. Wenn du aber ein gefühlsstarkes Kind hast, kann es sein, dass du es ganz häufig von seinen Tränen weghältst, weil du sagst, der flennt sowieso den ganzen Tag. Aber es ist genau das, was es braucht. Es braucht es, dass die Frustration einsinken kann. Es braucht es, dass die Tränen fließen dürfen, wirklich die echten Tränen. Ich meine nicht die Wuttränen. Die gibt es auch. Ich meine diese echten Tränen, diese dicken Tränen, die... Das geht leider nicht. Ja? Und wenn das wirklich passiert, dann ist es so, dass es wirklich einsinkt und dass aus diesem Aktionismus und ich will, dann kann das einsinken und dann kann das Kind entspannen. Und das sind die Momente, wo die hochbegabten Kinder aus ihrem Kognitiven in das Emotionale gekommen sind. Und das ist der Moment, wo bei dem gefühlsstarken Kind der Vagusnerv endlich seine Arbeit erregen kann und sagen, wusch, das ganze Kind entspannt sich. Und dann ist es so, dass sie wirklich in eine Entspannung kommen und dann ist die Aggression wie verschwunden. Sie ist einfach weg, sie hat sich aufgelöst. Und das ist etwas, wo wir unsere Kinder begleiten müssen. Das schaffen sie nicht alleine. Da kommen sie nicht alleine hin. Wir müssen das hochbegabte Kind aus den kognitiven Gedanken in die Emotionen führen und wir müssen das gefühlsstarke Kind dabei begleiten, dass es wirklich in diese Entspannung kommen kann. Und da brauchst du häufig wirklich die Berührung von uns. Und wenn es ein Kind ist, das keine Berührung mag, dann ist es halt so, dass wir einfach mit unseren warmen, weichen Worten da sind. Wir müssen also dahin kommen, dass die Herzen unserer Kinder ganz weich sind.
ja, dass die ganz weich sind, dass sie aus diesem Aggression, dass sie in das weiche Herz kommen. Wir müssen ihnen ganz klare Signale geben, an was sie sich anpassen, wie unsere Regeln zu Hause sind, was unsere Strukturen sind, was es das wirklich ist, was es braucht. Ja, wenn wir dann nicht klar sind in unserer Kommunikation und in dem, was wir von unseren Kindern verlangen, dann ist es für sie schwer. Dann geben wir ihnen diese Geborgenheit, dass sie wirklich merken, okay, hier habe ich sanften, emotionalen, sicheren Halt, hier kann ich mich wirklich, hier kann ich wirklich die Tränen fließen lassen, dass sie da wirklich in die Entspannung kommen können. Und die Gefahr ist wirklich, dass wir Erwachsenen häufig dann hingehen und einfach zu schnell die Tränen trocknen, zu schnell in die Ablenkung gehen, zu schnell mit logischen Erklären kommen. Aber das ist wirklich das, das verhindert im Moment die Tränen. Und wir brauchen viel mehr die Tränen. Und das ist für uns hier im Westen manchmal schwer, weil wir sind so eine tränenlose Gesellschaft. Aber genau das braucht es. Das braucht es, dass die Kinder dahin kommen. Wenn sie älter sind, wenn sie reifer sind, wenn sie dann schon gemischte Gefühle haben, dann ist es auch so, dass sie, wenn ich mich jetzt mit meinen Geschwistern streite, dann muss ich nicht jedes Mal darüber weinen, sondern ich kann auch sagen, das verletzt mich jetzt, ja, aber ich mache jetzt hier kein großes Fass auf, sondern andererseits, ne, also ansonsten haben wir ja eine schöne Zeit miteinander, dann kann ich auch anders mit ihnen umgehen. Das heißt, wenn die Kinder älter werden, ist es so, die Konflikte bleiben. Die Konflikte sind auch bei den älteren Geschwisterkindern da. Nur es verändert sich in der Art und Weise, wie sie sie ausagieren. Meine Teenager streiten immer noch. Die Konflikte sind immer noch da. Nur, dass sie dabei körperlich werden, ist nur noch ganz, ganz, ganz selten. Es kommt vor, aber viel eher ist es so, dass inzwischen Stühle umgeworfen werden, es werden Türen geknallt, es wird gebrüllt, ja, weil die, es muss ja raus, die Emotion ist ja da, die Frustration ist da, der Vulkan bricht aus. Und dann kann das als erstes raus und sie bekommen auch den Raum dafür. Nur wir haben eben ganz klare Regeln, wo es heißt, und das ist nicht erlaubt, und das ist nicht erlaubt, und das ist nicht erlaubt. Ich weiß, deine Emotion muss raus und sie darf auch raus, aber wir hauen bei uns nicht in der Familie, wir treten nicht und so weiter und so fort. Und wenn das Kind dann gemischte Gefühle hat, dann kann es das auch machen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dass wir die Kinder dabei begleiten, dass sie, wenn sie eben noch unreif sind, ihre Tränen finden. Dass wir ihnen wirklich diese Geborgenheit geben, dass sie weinen können. Und dass es bei einem Kind schon eine große Herausforderung ist, von Sauer zu Trauer zu führen. Aber wenn es um Geschwisterstreitigkeiten gibt, dann ist es die Krönungsversion, weil hier haben wir ja zwei Kinder, mit denen wir gleichzeitig agieren müssen. Und deswegen möchte ich dir jetzt im zweiten Teil 3 bindungssichere Interventionen geben. Bindungssicher deswegen, weil es Kinder entwickeln sich durch Bindung. Sie entwickeln sich genau dann. Und wenn ich jetzt noch mit Trennung arbeiten würde, wenn ich jetzt auch sage, wenn du so bist, ab auf dein Zimmer, dann wäre es ja so, ich füge noch weitere Frustrationen hinzu. Jetzt habe ich schon ein Kind, das im Konflikt ist, das überfrustriert ist. Wenn ich noch weitere Frustrationen hinzufüge, das kann nicht funktionieren, sondern ich muss genau dem Kind die Geborgenheit geben, dass es sich entspannen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Interventionen, die wir mit unseren Kindern machen, in solchen Fällen immer bindungssicher sind. Die erste Intervention, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass wir Erwachsene in die Sorge gehen. Also nicht, dass wir uns Sorgen machen über die Kinder, sondern dass wir für sie sorgen, dass wir in die Fürsorge gehen. Und zwar in die Fürsorge dafür, dass niemand Schaden nimmt. Und das nichts Schaden nimmt. Das heißt, kleine Geschwister, große Geschwister werden in Sicherheit gebracht, Ming-Vasen werden in Sicherheit gebracht. Und das ist ganz wichtig. Kinder können ihre Streitigkeiten nicht alleine austragen. Wenn sie das könnten, hätten wir den Streit nicht. Die hätten vielleicht einen Konflikt miteinander, aber sie würden das nicht so ausagieren. Du hast vielleicht auch Streitigkeiten mit Menschen in deinem Leben. Aber deswegen prügelst du dich nicht mit ihnen im Garten. Genau das ist es doch. Sie kommen in diese Arten von Streitigkeiten, weil sie es noch nicht alleine können. Und so häufig heißt es dann, ja, das müssen sie alleine austragen. Nein, genau das können sie ja nicht. Das heißt, wir Eltern, wir gehen zu 100% in die Verantwortung. Wir gehen zu 100% in die Verantwortung und wir übernehmen das Zepter. Wir gehen hin und sagen, hey, oh Gott, ich sehe hier, funktioniert gerade irgendwas überhaupt nicht. Ich bin jetzt da, komm, ich kümmere mich drum. Ich bin jetzt da, ich kümmere mich drum. Das heißt nicht, dass ich Schiedsrichter spiele. Das heißt nicht, dass ich Schuldzuweisungen mache, weil das, darum geht es überhaupt nicht. Es ist hier keiner schuld. Es gibt einfach einen Konfliktfall. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Der eine meinte, das Lego-Teil gehört ihm, aber der andere wollte es unbedingt haben. Das ist eine Meinungsverschiedenheit.
Das ist alles. Das ist nicht, da muss ich nicht sagen, der hat recht oder der hat recht, sondern ich bin in einer neutralen Person in der Mitte. Mein Lieblingsbild dafür ist immer die Sonne. Die Sonne scheint absolut fürsorglich auf jeden Menschen auf diesem Planeten. Egal, ob es ein riesengroßer Diktator war wie Adolf Hitler oder ob es eine Person war, die absolut Gutes in die Welt getragen hat wie Mutter Teresa. Die Sonne hat ihm gleichermaßen die Liebe geschenkt und hat nicht gesagt, du bist gut und du bist schlecht. Und bei unseren Kindern ist es so. Und spür mal in dich rein. Ich meine, du liebst doch beide Kinder. Ist ja nicht, dass du ein Kind mehr liebst oder weniger liebst. Und das, was es von uns wirklich braucht, ist, dass wir in unserer Größe da sind. Und natürlich haben wir manchmal in so einem Moment das Gefühl, so, boah, das finde ich jetzt aber echt fiese hier. Also eine von beiden. Nur das gehört hier nicht rein. Das gehört hier nicht rein. Das kannst du mit deinem Mann abends besprechen, das kannst du in dein Tagebuch schreiben. Nur das, ist von, was es von dir wirklich braucht, ist, dass du in deine Elternrolle gehst. Und deine Elternrolle ist eben, dass du wirklich innen drin in diese absolut fürsorglich, neutrale, offen, neutrale und neugierige Position gehst und wirklich zu 100% die Verantwortung übernimmst. Du wirst jetzt, solange der Streit da ist, den Konflikt nicht lösen können. Es macht doch keinen Sinn, wenn du jetzt anfängst, deine Kinder zu erziehen, sondern jetzt in der ersten Intervention ist es einfach wichtig, dass du in die Sorge gehst, dass du in die Verantwortung gehst und dass du einfach dafür sorgst, dass jetzt niemand zu Schaden kommt. Und das kannst du damit machen, dass du einfach sagst, du übernimmst ganz klar das Zepter, du übernimmst die Verantwortung, das kommunizierst du, dann sagst du, okay, ich bin jetzt da, ich kümmere mich drum, du setzt dich jetzt am Basteltisch und du gehst bitte hier, setz dich hier jetzt an Fußboden, dass du die beiden Streithähne erstmal voneinander trennst. Das kann manchmal schwer sein, ja. Das ist nur wichtig, dass du klar bleibst und deine Kinder werden das auch Stück für Stück merken, dass wenn sie merken, oh, zum Glück, mein Elternteil ist da, oh, jetzt, ja, die kümmert sich wirklich, ja, der kümmert sich wirklich, jetzt kann ich mich drauf verlassen. Die ersten Male wird es noch vielleicht schwerer sein, aber du musst sie wirklich auseinanderbringen jetzt in dem Moment und wirklich ganz klar sagen, du gehst dahin, ich bin gleich für dich da und du musst es nicht schimpfen, du musst es nicht streiten, du setzt sie nicht auf einen stillen Stuhl, sondern du sagst, ich bin gleich für dich da, ich tröste kurz dein Geschwister, ich bin für dich da, ja, ne, Mama, Papa, ich bin für dich da, ich bin gleich da, Moment. Und dann gehst du dahin und danach, also du gehst erst zu dem einen Kind, dann gehst du zu dem anderen Kind. Und beide Kinder müssen merken, dass sie genug von dir bekommen. Ich sag, das ist eine Herausforderung. Aber das ist wirklich das, was es bindungssicher von deinem Kind braucht. Und dann ist es so, dass du beide Kinder wirklich spiegeln kannst. Du kannst sagen, oh Gott, ich bin so verärgert, weil deine Schwester dich angeschrien hat. Ja, und zum anderen kannst du sagen, oh Gott, du bist so verärgert, weil deine Schwester dich dazu gebracht hat, dass du angeschrien hast. Kommen wir zur zweiten Intervention. Das, was wir nicht ändern können, sollte ja uns verändern. Und jetzt ist es so, wir können unser Kind nicht verändern. Unser Kind ist einfach so, weil es unreif ist oder weil es halt ein bestimmtes Temperament mitbekommen hat, weil es frustriert ist. Wir sehen ja, was dahinter ist. Wenn das Kind so reagiert, dann liegt es daran, dass es müde ist, dass es frustriert ist, dass es von irgendetwas überstimuliert ist. Das ist der Grund. Ja, das wissen wir ja jetzt. Und deswegen reagiert es einfach so. Und die zweite Intervention ist deswegen, dass wir ändern, aber nicht das Kind, sondern die Umstände. Wenn ich genau sehe, dass mein Kind oder dass meine Kinder immer streiten, wenn sie aus dem Kino kommen, ja, dann ist es nicht so, dass wenn ich aus dem Kino komme, den Fehler habe ich nämlich früher gemacht, dann bin ich sofort mit dem Auto nach Hause gefahren. Das hat nicht funktioniert. Die waren so aufgeladen, so überstimuliert von diesem Kinofilm, dass wir heute im Anschluss immer erstmal auf den Spielplatz gehen. Und dann toben die sich erstmal aus. Und das Gleiche ist, wenn wir hier zu Hause eine DVD schauen, ist es genau das Gleiche. Das ist so viel, was da aus ihnen rauskommt. Wir müssen das Umfeld verändern, nicht unsere Kinder. Das heißt, wir wechseln das Thema zum Beispiel. Wir sprechen einfach mal über was anderes. Ach, was ich noch ansprechen wollte, ja. Oder wir gehen zum Beispiel hin, das kann man gut bei Autofahrten machen, wo man die Kinder jetzt gerade nicht trennen kann und wir müssen uns trotzdem auf den Verkehr konzentrieren, dass wir bestimmte Geschichten haben, die wir immer nur beim Autofahren weitererzählen. Oder wir haben das bei uns immer so, wir fahren gerne, wenn wir in Urlaub fahren, mit dem Auto und sind dann auch länger unterwegs und wir hören im Auto immer Comedy. Und jedes Mal, wenn wir wieder in Urlaub fahren, dann lade ich wieder eine neue Staffel Comedy runter und dann hören wir die alle gemeinsam. Oder wir machen gemeinsam Spiele im Auto, dass wir gemeinsam alle grünen Autos zählen. Nicht als Wettbewerb, sondern gemeinsam miteinander. Solche Sachen, ja, bestimmte Lieblingsmusik-CDs und so weiter und so fort. Und das hilft uns einfach. Das heißt, wir verändern das Umfeld. Das nächste ist, dass wir
ganz klare Strukturen und Rituale aufbauen müssen. Wir brauchen ganz klare Strukturen und Rituale, damit auch gerade das gefühlsstarke Kind genau weiß, wie läuft das Ganze, damit es nicht jedes Mal sein Seismograph anspringen muss, ja, dass wir genau wissen, wer darf was, wer hat welche Privilegien. Also du hast ja unterschiedlich alte Kinder und der eine darf schon das und der andere darf es eben noch nicht, ja. Wir können genaue Strukturen und Rituale machen, wie oft wird was getauscht, wie oft wird was geteilt, was gehört wem, dass das wirklich ganz, ganz, ganz genau aufgeteilt ist, weil dann muss es nicht jedes Mal darüber Streitigkeiten geben. Und zudem in dem Punkt, wo wir wirklich die Umstände verändern, ist, dass wir gucken, dass wir dieses Team unter den Kindern immer wieder zu unserem Thema machen in unserer Familie. Und das ist etwas, was ich so wichtig finde und was ich auch in Familien, wo die Geschwisterstreitigkeiten vielleicht ein bisschen weniger sind, sehe, dass die das dort ganz, ganz, ganz stark etablieren. Dass sie immer wieder hervorheben, was die Gleichheiten und die Ähnlichkeiten zwischen den Geschwistern sind. Dass wir wirklich ihre Instinkte nach Loyalität und Zugehörigkeit wecken. Dass wir den Teamgeist hervorheben. Dass wir schauen, dass wir Gemeinsames erleben. Dass sie wirklich miteinander dieses andererseits ganz arg in sich drin haben, dass sie wirklich merken, Mensch, aber mein Bruder, meine Schwester nervt schon, aber kann auch richtig gut für mich da sein. Und dann als letztes noch eine dritte Intervention, die ich dir mitgeben möchte, die bindungssicher sich. Und das ist, dass wir vermitteln dem Kind dein Verhalten, das du hier gerade gezeigt hast, finde ich nicht okay. Aber wir zwei sind okay. Wir zwei sind okay. Uns beide kann nichts trennen. Und das ist so wichtig. Wir finden das Verhalten von dem Kind nicht in Ordnung, aber wir finden doch das Kind in Ordnung. Oder hörst du jetzt auf, dein Kind zu lieben, nur weil es den kleinen Bruder mal gehauen hat? Das ist doch Quatsch. Nur für das Kind kommt das ganz häufig so an, wenn wir ihm das eben signalisieren. Und das sind häufig so kleine Zeichen. Und deswegen habe ich für euch die Aber-Formel kreiert. Also was tun wir im ganz konkreten Fall? Es gibt einen Vorfall mit den Kindern und wichtig ist, dass wir als erstes die Abseitsflagge heben und ganz klar sagen, okay, ich sehe, du bist frustriert, das ist in Ordnung, ich sehe, dass es raus muss, ich sehe, dass du den Legestein unbedingt haben willst, aber wir hauen bei uns nicht. Abseitsflagge, wir hauen bei uns nicht. Es gibt ein Problem, ich kümmere mich drum, aber wir hauen nicht. Damit das Kind ganz genau weiß, ganz klar weiß, an was es sich hier anzupassen hat und das auch ganz klar weiß, ja, darum geht es eben nicht. Und dann bauen wir mit dem Kind so eine Brücke. Wir bauen mit dem Kind eine Brücke. Und diese Brücke, dieses Brückenbauen, das ist etwas, was so wichtig ist. Das heißt, ich sage dem Kind, ich bin nicht damit einverstanden, du haust, aber ich bin mit dir einverstanden. Wenn Brückenbauen ist, das kannst du dir das vorstellen wie Aquaplaning. Wenn du mit deinem Auto auf der Straße fährst und du kommst in eine Pfütze rein, dann fängt dein Auto an zu schwimmen. In dem Moment macht es nicht Sinn, dass du das Lenkrad rumreißt, sondern jetzt gilt es einfach nur darum zu überleben. Ja? Du hältst das Lenkrad möglichst ruhig und versuchst durch die Pfütze hindurch zu gleiten. Und das ist mit dem Kind auch. In solchen Momenten, dass du mit dem Kind sozusagen mehr oder weniger dahin durchgleitest und ihm immer zeigst, okay, aber wir sind in Ordnung. Ich habe gesehen, ihr habt hier gerade einen riesengroßen Streit miteinander. Ihr wollt beide das Lego-Teil haben. Das kann ich total verstehen. Aber wir hauen bei uns nicht. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann nachher zusammen wieder backen oder was weiß ich was. Ja, also das heißt, ich gehe wirklich da rein. Oder auch andersrum gesagt, wenn die Kinder durch sind, ja, wenn sie raus sind aus ihrer Streitigkeit, wenn das alles wieder abgeebbt ist, wenn alles wieder normal ist, dann brauchen wir kein großes Fass mehr zu öffnen, sondern wir können einfach nahtlos wieder daran anschließen. Natürlich kommt als letztes noch, dass wir mit ihnen die gute Absicht wecken. Das mache ich aber nicht in dem Moment, wo der Streit da ist, sondern das mache ich wirklich, wenn wir danach einen guten Moment haben, dass ich dann sage, Mensch, ich möchte das gerne mit euch so machen, wenn irgendwas kommt, ruft mich, wenn ihr Hilfe braucht, ja, oder macht mit ihnen eben Strukturen und Rituale, dass ich einfach sage, teilt eure Spielsachen, wechselt euch miteinander ab, verwendet Worte, wenn ihr was wollt, ja. Und wenn sie in einer ruhigen Situation sind, wenn wir in einer guten Bindung sind, wenn alles in Ordnung ist, dann sind sie auch meist total offen dafür, gute Absichten aufzunehmen, ja. Wenn ich dann auch sowas sage wie, du, jetzt wäre ein guter Moment, wenn du in dir das spürst, dass du dich entschuldigen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Moment dafür. Wenn das Kind sagt, nein, möchte ich nicht, okay, dann ist es noch nicht abgeebbt. Aber auch wenn das Kind irgendwelche Dinge sagt, ja, natürlich, ich will immer teilen, ja, ich teile immer, das heißt nicht, dass es das tut, weil es ja noch unreif ist. Aber wenn es keine guten Absichten in sich drin hat, dann wird es auch, wenn es später gemischte Gefühle hat, da noch nicht hineinkommen. Das heißt, wir wecken die guten Absichten dann, wenn das Kind wieder wirklich
in der Ruhe ist oder die Kinder wieder wirklich in der Ruhe sind. Und dann kann ich sagen, komm, ihr zwei, jetzt gehen wir in die Küche und jetzt machen wir uns erstmal einen großen Pott, keine Ahnung, ne, Joghurt mit Honig oder schnibbeln uns ein paar Erdbeeren oder sowas. Und jetzt habe ich aber ganz zum Schluss schon noch eine Sache, die ihr wirklich tun könnt. Es gibt eine einzige Lösung, und die habe ich mir wirklich so als Krönung bis zum Schluss aufgehoben. Es gibt schon eine einzige Lösung, mit der ihr wirklich vermeiden könnt, in Geschwisterstreit zu kommen. Und das erfahren jetzt nur die, die bis hier geschaut haben. Es gibt einen Weg, Geschwisterstreit wirklich zu verhindern. Und im Grunde ist dieser Weg so einfach und so logisch. Du brauchst einfach nur ein Einzelkind zu haben. Wenn du nur ein Kind hast, dann hast du das Thema Geschwisterstreitigkeiten überhaupt nicht in deinem Thema. Wenn es so ist, dass du schon mehr Kinder hast, dann werden Konflikte auftauchen. Denn das gehört zur menschlichen Beziehung, dass wir unterschiedliche Gefühle haben, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und die werden auch aufeinander prallen. Unsere Aufgabe ist, dass wir unsere Kinder dahin durchführen. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Beziehung aufrechterhalten und dass wir dann einfach unsere eigene Geduld entwickeln, bis die Kinder wirklich emotional reif sind und dann auch zivilisiertes Handeln haben können. Das waren heute wieder ein paar Impulse für dich rund um das Thema Geschwisterrivalität. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, empfehle mich gerne weiter. Teil dieses Video gerne mit anderen Menschen, wo du denkst, das könnte die auch interessieren. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, auch ich habe hier öfter gesprochen von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Ich habe auf Facebook eine geschlossene Gruppe, wo ganz viele Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern sind und wo wir wirklich in einem ganz sicheren Rahmen über diese besonderen Kinder Fragen stellen können, uns miteinander austauschen können und inspirieren können. Und auch da gebe ich immer noch so ganz besondere Impulse, die ich außerhalb der Gruppe hier nicht bekannt gebe. Also wenn dich das interessiert, komm einfach in meine Gruppe Einfach Schlau. Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, ab Ende Mai startet ein Online-Kurs explizit für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern, was die wirklich brauchen, damit sie sich wirklich gut entwickeln, damit sie wirklich gut reifen. Und wenn du so lange nicht warten kannst, dann kannst du mir gerne PN schreiben. Dann können wir uns auch gerne zu einem 1:1 on- oder offline Coaching-Termin oder Beratungstermin verabreden. Meinen nächsten Wachenimpuls bekommst du dann von mir wieder nächsten Freitag bei meinem nächsten Family Friday. Wenn du Themenwünsche hast, wenn du Vorschläge hast, wenn du Fragen hast, schreib mir eine PN oder schreib es in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir ein super starkes, tolles Wochenende und probier mal aus, was du heute erlebt hast. Mach's gut. Ciao!